Welle Bastelzeit und heute, da geht's mal wieder um jene Dinge hier, ja, so Industrie, Stör, Lampen, Ampel, Gedönse, Lichter. Ja. Den hier, das ist eine etwas größere Variante, hat dann entsprechend hier, wie wir sehen können, 5 Lichter in verschiedenen Farben. Der hier hat sogar noch einen Buzzer unten drin, um Krach zu machen und den würde ich gerne am Schluss dann ein bisschen vernetzen, das heißt also irgendwas mit WLAN reinmachen, ESP8266, ESP32 oder ähnliches. Das ist der Plan. Da müssen wir dann natürlich ein paar Sachen gucken und das Wichtigste, was wir gucken müssen, das ist die Spannung. Die hier, die laufen mit 12 bis 24 Volt. Der Arduino macht 3,3 Volt. Das passt nicht so ganz, oder ESP in dem Fall hier. Und was ich da benutzen werde, das ist hier dieses Board. Das passt nicht hundertprozentig, das ist ein altes von mir, um, ich glaube es war damals CAN-Bus, mit einem Arduino Pro Mini zu sprechen. Hab noch ein paar davon übrig und was hier ganz gut ist, der hat halt 6 Transistoren als Ausgangstreiber. Und mit einem Transistor können wir dann auch mit den 3,3 Volt, die hier rauskommen, 12 oder 24 Volt schalten. Das heißt also, ja, 6 Stück, 6 Ausgänge, 5 LEDs plus Buzzer. Das passt halt perfekt, das heißt, ich werde das einfach benutzen, um diese kleinen Transistoren hier anzuklemmen. Und ja, ansonsten, wir haben hier eine wunderschöne Beschriftung. Die ist leider nur schwer verständlich, wenn wir gucken. Wir haben BL, R, G, B, Y, W und GR, die dann jeweils hier irgendwie ja, auf dieses Ding gehen. Offensichtlich ist BL plus. Erste Idee von mir war jetzt, okay, damit ist blau gemeint, aber nein, es ist black gemeint. Glücklicherweise weiß ich das noch von den letzten. Das heißt, black kommt an plus und die anderen schalten dann Dinge. Können wir hier auch einfach mal testen. Wenn wir hier mal eine 12 Volt Spannungsquelle uns holen. Black in plus und holen wir zum Beispiel mal das rote Kabel. Dann sehen wir, wenn wir das auf minus verbinden, jetzt haben wir eine rote Lampe. Muss ein bisschen gucken, die kann man konfigurieren, das hatte ich damals im Video schon gezeigt. Und zwar, wenn wir hier aufmachen, dann haben wir im Inneren hier einen Schalter und der hat die Möglichkeit, entweder in der oberen Position zu sein, dann leuchtet das Ding in Rot, oder in der unteren, dann blinkt's. Was ich haben möchte, ist definitiv das Leuchten, das heißt also Dauerlicht, denn blinken lassen können wir auch in Software. Und dann sind wir wesentlich flexibler, als wenn wir das hier über die interne Schaltung machen. Und wenn ich den jetzt hier wieder drauf bekomme, zack, dann sind wir da durch. Das Ganze können wir jetzt wiederholen für die ganzen anderen Farben. Ich denke, wir können das abkürzen. Rot ist rot, gelb ist gelb, grün ist grün, blau ist blau, weiß ist dann die weiße Lampe, soweit ich mich erinnere. Holen wir mal gerade weiß. Jo, weiß ist weiß. Und es bleibt da noch ein graues Kabel übrig. Wenn wir das einstecken, dann ist das der Buzzer. Wie wir hören, der piept auch in einem Abstand. Das heißt also, der hat kein Dauerfeuer, wie es aussieht. Gleich mal reingucken ins Innere, ob wir da auch irgendwie was ändern können. Ich fürchte aber nein. Und naja, gut, in den meisten Fällen sollte das ausreichen. So, machen wir mal gerade hier auseinander. Da war eine Schraube. Und während ich die passenden Schraubendreher hier suche, kann ich euch ja auch mal erzählen, was ich damit vorhabe. Ich möchte das Ding hier nämlich so als Statusanzeige für meinen 3D-Drucker benutzen. Das heißt also, na, wenn der 3D-Drucker einen Fehler hat, dann soll sinnvollerweise die rote Lampe angehen. Wenn der 3D-Drucker irgendwie andere Zustände hat, dann soll das nicht passieren. Okay. Um mit dem 3D-Drucker zu sprechen, da benutze ich Octoprint. Das ist eine Software, die dafür sorgt, dass man entsprechenden 3D-Drucker vernetzen kann. Hat eine schöne API, darüber sollte man die ganzen Informationen bekommen. So, was wir gerade hier gesehen haben, es gibt leider keinen Schalter, um das Gepiepe auf Dauerton zu stellen, sodass man das irgendwie per Software steuern könnte, aber ich glaube, wir können das verschmerzen. Also bauen wir den Kram hier wieder zusammen. Das heißt also, dieses wunderschöne lange Board mit den LEDs in den jeweiligen Farben. Und ja, im Prinzip können wir dann schon mal loslegen, können uns den Adapter fertig löten. Den hatte ich eben ja schon erklärt. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein NPN-Transistor, beziehungsweise es ist kein Transistor, es ist ein MOSFET. Die haben zu den klassischen BJTs, also Bipolar-Transistoren, den Vorteil,
dass sie etwas effizienter schalten. Und was hier auf dem Board halt noch mit dabei ist, das sind Vorwiderstände. Das baue ich dann mal zusammen. Ausgänge können wir dann einfach die Originalausgänge nutzen. Das ist hier für Schraubklemmen vorgesehen gewesen. Und die Eingänge muss ich mal gucken. Der hier passt jetzt natürlich nicht hier drauf. Aber im Zweifelsfall können wir so DuPont-ähnliche Kabel holen. Das heißt, die mit den Steckern ein paar Buchsenleisten. Das ist eigentlich problemlos machbar. Ich werde es jetzt erstmal hier mit dem aufbauen. Das heißt, mit so einem Node-MCU-Klon nenne ich es mal. So ungefähr deren Bauform. Einfach weil hier eine USB-Buchse drauf ist, lässt sich sehr einfach dadurch programmieren und testen. Später muss ich mal gucken, vielleicht, dass ich mir da eher einen kleineren hole, der diese ganze USB-Thematik nicht dabei hat und ja, das dann vielleicht zusammen mit einem Spannungsregler und so dann in den Sockel hier reinbauen, sodass wir im Prinzip nur noch am Schluss hier die Ampel wirklich haben und einen 12-Volt-Anschluss für die Stromversorgung und das dann alles läuft. Okay, ich suche mal ein paar Transistoren, MOSFETs, ein paar Widerstände und dann bauen wir das Kram hier mal zusammen. Gut, dann testen wir mal eine Runde, ob was passiert. Mal hier den dran und hier den. Okay, alle an. What the heck, wieso sind alle an? Ja, und das kommt raus, wenn man das Ganze mal auf die Schnelle machen will und nicht vorher sich mal die Schaltpläne durchguckt. Diese Widerstände hier, die gehören zu den U1, U2, das waren die Eingänge. Die Ausgänge für die Transistoren sind tatsächlich direkt auf den Pins vom Mikrocontroller, deswegen geht das jetzt alles direkt an. Aber gut, ich glaube, das kriegen wir trotzdem hin. Ich suche mir mal ein paar Kabel und dann machen wir mal den ESP dran. Sollte das eigentlich funktionieren. Okay, und ich habe jetzt mal eine Testsoftware hier drauf gemacht. Man sieht schon, die LEDs blinken irgendwie komisch. Das ist, weil die LEDs mit den IO-Pins, die ich benutze, da teilweise parallel liegen. Das heißt, aktuell steuere ich schon die Transistoren an, aber ich habe noch kein 12 Volt drauf. Die sind noch hier in meiner Hand, deswegen leuchtet nichts. Also probieren wir das mal. Machen wir mal hier Minus und Plus und Rot, Gelb, Grün, Blau, Weiß, der Pieper. Und wir können auch hier, wie wir sehen können, dimmen. Und ja, ich würde mal sagen, damit ist die Ansteuerung der Ampel schon mal geklärt. Das funktioniert also alles. Jetzt geht es dann nur noch darum, die richtige Software dafür zu machen. Und hier so sieht das Ganze aus. Wir sehen, die blaue Lampe ist an. Das Ding läuft, aber keine Farbe. Hat einen relativ einfachen Grund. Wenn wir hier drüben gucken, Printer offline. Ja, das Ding ist einfach ausgesteckt, beziehungsweise ich habe eine Funksteckdose dran, ist entsprechend ausgeschaltet. Wenn ich jetzt den Drucker mal einschalte, so, dauert es einen kleinen Moment, bis das er sich verbindet. Und ich habe aktuell nur alle 5 Sekunden oder sowas die Abfrage. Aber wir sehen, er geht jetzt hier auf grün. Das heißt, der Drucker ist prinzipiell einsatzbereit. Wenn ich jetzt hingehe und sage zum Beispiel, okay, hier das Tool, das machen wir mal irgendwie auf 60 Grad oder so. Dann dauert das einen kleinen Moment. Wir sehen, aktuelle Temperatur ist 15 Grad gewesen, geht jetzt langsam hoch. Und sobald mal, ich glaube 40 Grad habe ich eingestellt, erreichen, interpretiert die Ampel das als, ja, okay, das Ding ist warm, deswegen blinkt es jetzt gelb. Blinken, weil er ist am Heizen, aber nicht auf der Zieltemperatur. Jetzt ist er dauerhaft an, das heißt, der Drucker ist warm und auf Zieltemperatur. Wenn ich etwas drucke, dann sieht das Ganze hier so aus. Machen wir mal hier Druck. Und nach einem kurzen Moment geht die blaue Lampe an. Das heißt also, okay, wir drucken gerade einen Job, da läuft was. Und wir sehen, es blinkt wieder, weil er hat jetzt die Temperatur entsprechend, die er noch nicht erreicht hat. Wenn wir auf Pause gehen, dann ändert sich noch mal ein bisschen was. Wird jetzt hier einen Moment dauern, weil der Drucker hat jetzt den Pause erstmal nur in seiner To-Do-Liste. Ich muss auf Pause gehen, aber er wartet jetzt noch, bis das die Heizung fertig ist. Das ist eine Sache vom Drucker. Das heißt, wir warten mal einen kurzen Moment. Und wir sehen jetzt hier, die Lampe, die Orange, hat jetzt wieder gewechselt auf der Drucker ist warm, weil wir halt eine Abweichung von unter 10 Grad zur Zieltemperatur haben. Und sobald das Bett dann auch auf Temperatur ist, sollte der Drucker auf Pause rüberspringen. Wir sehen oben ja noch hier, State ist Pausing.
Also nicht Post. Er ist also noch am Vorbereiten, dass er in Pause geht. Und wenn wir jetzt die 60 Grad erreichen, dann springt er theoretisch nach ein paar Sekunden um. Ich glaube, ja, jetzt ist er auf Post und jetzt sehen wir, die blaue LED blinkt jetzt, um anzuzeigen. Okay, es ist zwar theoretisch ein Job da, aber der ist gerade pausiert. Ich drucke also nicht wirklich. Das heißt, ich kann jetzt hier mit einem Blick sehen, okay, der Drucker ist einsatzfähig, der Drucker ist in einem Job pausiert und der Drucker ist warm. Und ja, die rote LED würde natürlich angehen, zusammen mit dem Buzzer blinkend, wenn irgendein Fehler beim Druck auftritt. Und die weiße LED, die nutze ich aktuell, um Verbindungsabbrüche oder so zu zeigen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier die WLAN-Verbindung verliere oder plötzlich der Octoprint abstürzt und keine HTTP-Verbindung mehr möglich ist, dann würde die weiße LED das entsprechend anzeigen. So nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, was der Drucker gerade macht. Ja, so viel dazu. Ich breche mal hier den Job wieder ab, dass der Drucker wieder schön abkühlen kann. Auch dann blinkt im Übrigen die Lampe, weil, hey, wir sind warm, aber das ist irgendwie nicht so auf Betriebstemperatur. Das heißt also, ja, das blinkt dann so. Was ich jetzt noch ändern werde, das ist der Mikrocontroller, wenn wir hier mal das Licht anmachen. Wir haben aktuell ja hier diesen NodeMCU-Klon. Der ist zwar okay und schön zum Entwickeln, aber wenn die Software einmal läuft, dann hole ich lieber etwas, wo nicht der ganze USB-Kram drauf ist. Das heißt, ich werde mal hier in meine Kiste greifen, weil ich habe möglicherweise noch den einen oder anderen ESP da. Das sind so ESP-12-Module und ja, die sollten hierfür ausreichen, sind ein bisschen komplizierter zu programmieren, weil man halt ein externes Programmiergerät braucht oder einfach nur irgendetwas, das halt UART-TTL-Gedönse spricht mit 3,3 Volt. Das sollte machbar sein. Was hier noch ein zweites Problem ist, bei hier diesen ESP-12, die haben keinen integrierten Spannungsregler, was wir hier haben. Das heißt, ich kann nicht die 12 Volt von der LED holen und die direkt einspeisen, sondern hier bei dem muss ich hingehen, muss noch einen zusätzlichen Linearregler oder Schaltregler irgendwo unterbringen. Aber ich denke, das ist das geringere Problem. Kriegen wir hin. Das heißt, ich löte mal die ganzen Kabel, die jetzt hier aktuell eingesteckt sind, direkt hier dran. Suche mir noch einen passenden Schaltregler auf 3,3 Volt und damit ist eigentlich dann alles hier fertig. Verpacken wir das mal. Also ich bin dann hingegangen, habe den ESP12 geholt, habe den programmiert mit der Software. Ich habe da so einen kleinen Adapter für und dann angefangen, wunderschön hier die Kabel dran zu löten und dann natürlich auch den Step-Down, also den Spannungswandler, um dafür zu sorgen, dass wir da unsere 3,3 Volt haben. Dummerweise habe ich dabei einen Punkt übersehen. Die ESP12-Module, die haben nicht nur keinen Seriellwandler, das heißt, ja, das, was zum Programmieren notwendig ist, sondern denen fehlt auch noch was. Denen fehlen nämlich so ein paar Pull-Up- und Pull-Down-Widerstände, die dafür sorgen, dass das Ding überhaupt booten kann. Das heißt, wenn man den ESP12 an Strom hängt, ja, passiert nichts, er läuft nicht. Ich habe dann versucht, die Widerstände noch gerade dran zu machen, habe dabei aber einen klitzekleinen Fehler gemacht und sagen wir es mal so, der ESP mag das nicht, wenn man den Pull-Up nicht mit den 3,3 Volt, sondern mit 12 Volt macht. Upsi. Ja, an der Stelle habe ich dann die Ampel erstmal auf Seite gelegt. Ich meine, klar, ich hätte mir jetzt den nächsten ESP12 holen können und den Fehler korrigieren können, aber sind wir realistisch, die Flugverdrahtung, die wird mir auch noch häufiger Probleme machen. Das heißt, ich werde temporär jetzt erstmal wieder den NodeMCU-Klon da dran klemmen. Dann läuft es ja, haben wir eben ja gesehen. Und für die ESP12er werde ich mir mal ein Board designen, wo ich die ganzen nötigen Sachen drauf habe, wo ich auch die Transistoren drauf habe und dann so eine kleine Entwicklungsplattform für meine Projekte habe. Aber wie gesagt, das ist etwas für ein zukünftiges Projekt. Solltet ihr selber so eine Ampel oder irgendwas Ähnliches bauen wollen, Code ist wie üblich unten in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr eine Ampel habt, ist das Einzige, was ihr tun müsst, hier eure WLAN-Zugangsdaten eingeben, die IP-Adresse oder den Hostname von eurem Octoprint, mit Port natürlich, und ein API-Token. Das API-Token, das bekommt ihr, wenn ihr in Octoprint reingeht, da in die Einstellungen und wenn wir hier gucken, hier gibt es einen Punkt API. Hier ist der globale API-Schlüssel, mit dem funktioniert das Ganze. Alternativ kann man auch einen Application-Key anlegen, geht im Prinzip ähnlich.
Nur, dass man hier noch den Namen dabei schreibt und bekommt dann hier einen API-Key speziell für diesen Octolite. So hatte ich jetzt das Skript genannt. Ich habe es mit dem ehrlich gesagt, glaube ich, noch gar nicht probiert. Müsste aber eigentlich identisch funktionieren. Vorteil bei denen hier ist halt, dass man jederzeit einzelne Applikationen wieder rausholen kann. Und das gemacht hat, einfach kompilieren, auf den ESP werfen, die passenden LEDs anklemmen. Was wo dran gehört, das sieht man hier. Rot an D1, gelb an D2, grün an D3, blau an D4, weiß D5 und der Pieper an D6. Und ja, der Rest ist eigentlich wurscht, das ist alles intern. Und gehen wir gerade den Code ganz grob durch, was wir so haben. Wie wir sehen können, er arbeitet hier mit HTTP. Das heißt also, der fragt hier einfach den Druckerstatus ab per Webseite, respektive maschinenlesbare Webseite, nicht dieselbe, die man im Browser aufruft. Und was wir unten machen ist, wir laden diese Webseite einfach runter mit dem API-Key, wie wir das eben gesehen hatten. Nehmen die ganze Seite auseinander, das ist ein JSON, und können dann hier zum Beispiel die Temperatur vom Bett oder vom ersten Druckkopf rausholen. Und am Ende gibt es dann eine große If-Orgel, zum Beispiel, wenn hier steht, dass der Drucker fertig ist oder bereit ist, dann geht das Ding auf grün. Wenn das Ding am Drucken ist, dann wird blau gemacht. Wenn Drucker pausiert ist, wird blau angemacht, aber auch eine Info gesetzt, dass blau bitte blinken soll. Und wenn ein Fehler aufgetreten ist, zum Beispiel hier rot. Betttemperaturen, hier ist zum Beispiel hinterlegt, dass 40 Grad und 10 Grad Abweichung. Ich denke, das sollte für die meisten Fälle passen. Wenn das nicht passt, könnt ihr das hier anpassen. Es ist einfach nur ein Code, den ich so auf die Schnelle zusammengeschmissen hatte. Lässt sich bestimmt noch eine Menge dran verbessern. Ja, ansonsten noch ein paar Fehlersachen. Hatte ich ja eben gesagt, wenn Fehler auftreten, geht die weiße LED an. Und wenn der Drucker aus ist, bleiben alle LEDs einfach aus. Gut. Ansonsten, er schläft dann hier unten. Das ist aktuell einfach nur ein, wo war es, ein Delay. Theoretisch könnte eventuell mit etwas Glück das auch mit Deep Sleep funktionieren, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn man LEDs betreibt, ist Stromverbrauch jetzt nicht so das große Thema. Und hier ist es im Übrigen die 5 Sekunden definiert, 5 mal eine Sekunde, wie oft danach guckt, ob sich was am Druckerstatus geändert hat. Gut, genug Code, wenn ihr es genauer wissen wollt, wie gesagt, ist unten verlinkt, dann könnt ihr da selber rumspielen. Ja, auch wenn die Aktion mit dem ESP12 jetzt nicht so dolle war, ja, eventuell sollte man nicht basteln, wenn man müde ist. Naja, zumindest mit dem NodeMCU-Klon und der Software hier zeigt er mir schön an, was der Drucker gerade treibt. Und das ist ja, was ich wollte. Oder anders gesagt, es tut, was es soll.